schauen wir uns hier mal um. Mehr Regale. Was haben wir diesmal drin? Brecheisen, Hacken, Hämmer, Wurfbeile und Schaufeln. Nicht so wirklich überragend. Oh, eine Truhe. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Moment mal. Nee, wir waren hier noch nicht. Sehr komisch. Eine leere Truhe. Und die Wand hier sieht komisch aus. Aber wir können nichts finden. Komm, Blutgewinde, guck mal genauer hin. Ganz vorsichtig. Nö, ist nichts. Okay. Fackeln, Laternen, Öle. Nee, danke. Seile, Decken, Kletterhaken, Strickleiter, Wurfhaken. Die sind sehr gut ausgerüstet hier, die Orks. Das sollten wir eigentlich alles verbrennen. Also, sobald wir rausgehen. Nicht unbedingt, während wir noch in der Feste drin sind. So, da geht's zurück in den Bereich, wo wir nicht durchkamen. Das heißt, da hinten könnten wir noch hochgehen. Und irgendwo müssen wir hier in den Bereich kommen. Weil Talana da ja gesehen hat, dass es da einen Bereich gibt. Ja, sollten wir auf jeden Fall auch machen. Also erstmal zurück dahin. Südlich, westlich, südlich, westlich. Denn wir müssen ja immer noch Ingramosch finden. Er soll irgendwo nach Westen gegangen sein. Und wenn die Orks sich hier schon die Magier geschnappt haben, ist es recht wahrscheinlich, dass sie auch einen armen Wanderer einfach so eingesackt haben. Deswegen alle Zellen überprüfen. Oh, eine Ork-Patrouille. Mit zwei Orks? Drei Orks? Zwei Orks. Ja, nee, keine Magie, das passt schon so. Ching, ching, ching. Und tot. So, sind wir hier jetzt richtig? Ja, sind wir. Richtung Norden wollen wir also. So. Und jedes einzelne hiervon öffnen und reingucken. Eine Gefängniszelle. An einer Stelle der Wand hat wohl jemand versucht, einen Stein aus der Wand zu lösen. Aber weit gekommen scheint er damit nicht zu sein. Talana, willst du nochmal probieren? Hellsicht, Penetrizel. So, was siehst du? Du siehst nichts Besonderes. Okay. Dann raus in die nächste Zelle. Oh, mit Grubenfalle. Da tänzeln wir mal rüber. Charak Unak Takai. Ich dachte schon, Talrach holt mich in sein Reich. Ich bin Turaz von den Brodigai, ein großer Kämpfer und Gegner von Häuptling Jakatz, der hier herrscht. Oh, Häuptling wahrscheinlich Jakatz. Lasst mich frei und ich werde euch eine große Hilfe sein. Wir denken ja gar nicht dran. Erzähl uns erst einmal mehr. Dieser Piep-Kinderfresser von Zolochai, den diese Ruine hier gehört, hat mich entführt, damit meine Sippe ihnen bei ihrer Eroberung dienen soll. Oh. Da scheiße ich einen großen Haufen drauf. Die Brodigai unterwerfen sich niemanden. Was ist? Bin ich dabei? Wir wollen nicht wirklich noch dabei haben. Auf keinen Fall. Wir regeln diese Angelegenheit schon alleine. Mögen eure Gedärme verrotten und eure Augen den Geiern zum Fraß dienen. Yeah. Ja. Alrik war hier. Der wohl häufigste Name in Aventurien. Da.
Aber nee, mit Orks. Es wäre praktisch, wenn er irgendwelche Informationen für uns gehabt hätte. Also wo wir genau diesen Häuptling finden könnten oder dergleichen. Aber trotzdem könnten wir ihm niemals trauen. Ist halt ein Ork. Eine Gefängniszelle mit ein paar Kritzeleien. Tod allen Orks. Irgendwie können die alle nicht besonders gut schreiben hier im Gefängnis. So, weiter nördlich. Das sind bestimmt zwei Zellen und da könnte vielleicht wieder ein Wärter sein. Das hatten wir ja schon mal gedacht und es führte trotzdem nur zu einem weiteren Gang. So, hier ist schon mal nichts drin. Was haben wir hier? Fackelhalter und ein paar Kritzeleien. Sadrak Vassoy ist ein Piep. Mhm. So, ein Gang oder ein Raum? Ein Raum mit drei Orks. So. Oh, wir sollten Talana im Auge behalten. Die sieht nicht ganz so gut aus. Und zack. So, erstmal Yalin. Talent anwenden, Wunden heilen, Talana. 13 Lebenspunkte, sehr schön. Oh, eine Truhe. Und sonst nichts. Das ist kein bisschen komisch. Na gut. Klick. Moment mal, mein Gwendolyn. Das Schloss sieht aus wie... Mit diesen Worten zieht sie den Zangenschlüssel hervor und öffnet die Truhe damit. So wusste ich's doch, meint sie dann voll stolz. Ihr findet dreimal Arax-Gift, zwei Angstgift, Heiltränke, Goldleim und Fiolen. Was für Fiolen sind das? Angstgift ist praktisch, Arax-Gift ist wertvoll, Goldleim ist wertvoll, unter Nelen haben wir eh welche. Hier ist nichts mehr zu holen. So. Tauschen mal das Schurikenknollengift gegen das Schlüsselbund. Was für Fiolen sind das? Dies ist eine Fiole. Diese Fiole erhält eine seltsame zähflüssige Substanz, die irgendwie zu funkeln und wirklich übel riecht. Auf der Flasche ist eine orkische Aufschrift, das so viel wie Fadenschein bedeutet. Fadenschein. Trugschluss, also irgendein Chamäleon-Effekt vielleicht? Kann Talana das analysieren? Hellsicht. Analyse. Auf Fiole. Nuda Structura Magie. Nee. Weil die Fiole selber nicht magisch ist, sondern nur der Inhalt ein alchemistisches Gebräu. Aber na gut. Damit sind wir jetzt alle Zellen durch. Außer halt diese komischen Versteckten hier hinten. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Süden. Ganz durch. Halten uns an der rechten Wand und gucken uns hier unten in dem Raum nochmal um. Also südlich. Oh, nicht in die Grubenfalle fallen. Jetzt kommen wir hier in einen Raum. Genau. Da halten wir uns rechts an der Wand. Gehen hier durch. Weiter, weiter, weiter. Wir müssten jetzt in einen kleinen Raum kommen. Ja, eine Latrine. Nicht schön, nicht schön. Aber wir müssen jetzt hier uns hinstellen, richtig? Nein, weiter oben. Hier hinstellen. Und jetzt Talana Penetrizel sprechen lassen. Lignum et lapis. Hat auch nicht sehr viel geholfen. Aber anscheinend besteht schon mal von diesem Raum aus keine Verbindung nach da drüben. Hier war ein Regal, das man verschieben konnte. Aber man konnte mit dem Loch nichts machen. Hier hinten vielleicht?
Sehr komisch, das Ganze. Aber nein, wenn sie einen Zwerg gefangen genommen haben, dann werden sie ihn nicht in irgendeinen extra versteckten Bereich schleifen, sondern in die nächstbeste Zelle werfen. Also gehen wir jetzt nach Norden hoch. Biegen dann da ab und gucken die Treppe hoch. Norden. So. Auf gefühlter Dreiviertelstrecke Richtung Norden müssen wir eigentlich nach Osten abbiegen. Hier. Ja, schaut gut aus. So. Eigentlich müssten wir jetzt links rum. Ich will mal ganz kurz hier gucken. In dieser finsteren Ecke, offensichtlich wurde hier nicht weitergegraben, könnt ihr euch im äußersten Notfall verstecken. Ja, das benutzen wir doch mal. Zwischendurch ein wenig rasten kann nicht schaden. So, du hältst Wache, du und du. Und so kann sich Talana ein wenig ausruhen, weil sie muss ja doch recht häufig zaubern. Also einmal für die Analyse, für die Penetritzel, manchmal sogar ein Transversales. Das ist alles nicht so einfach. Oh, wer hat da gerade geschrien? Komisch. Ruhen wir uns nochmal aus. Du, schlafen. Und diesmal schreit keiner. Und wir haben langsam den ganzen Dreck von unseren armen Helden runtergeschrubbt. Die waren ja ziemlich eingesaut. Auch wenn das nicht so wirklich ist, in einer Ork-Feste gut auszusehen. Aber schaden tut es auch nicht. So, hoch rechts rum war die Treppe nach oben. Behutsam schleicht die Treppe hinauf. Eigentlich könnten wir raufrumpeln, denn dann kommen wenigstens ein paar Orks, die wir rumbringen können. So, da geht's runter. Hier oben hatten wir auch schon uns sehr gut umgesehen. Was ist mit der Tür da unten? Oder ist es eine Treppe? Sieht aus wie eine Treppe. Da geht's nach draußen. Gehen wir mal südlich und gucken uns die andere Treppe an. Südlich, hier ungefähr. Gehen hier wieder runter. Müssten in dem kleineren Bereich sein, den wir auf der anderen Karte eben sehen konnten. Genau hier. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen genauer um. Denn irgendwie müssen wir da hinkommen. Also ja, der Zwerg ist wahrscheinlich nicht da, aber vielleicht ist irgendwas anderes Interessantes da. Ich wollte eigentlich gar nicht... Was ist hier unten? Hier unten waren wir auch schon. Also, hoch. Nicht aus Versehen mit die Treppe runterschleichen. So. Genau, die Wand im Süden. Süden. Die Wand hier. Aber Quellen kann auch hier nichts finden. Dann muss Talana nochmal ran. Hellsicht, Penetritzel. Signum et lapis. Ja, da ist definitiv etwas. Okay, probieren wir jetzt erstmal hier in dem Raum uns umzusehen und wenn es da nicht funktioniert, können wir uns jetzt vielleicht mit einem Transversales dahin teleportieren, da sie ja doch einen ziemlich großen Bereich in ihrer Vision sehen konnte. So, Gwendolyn, schön vorsichtig, eine Wand nach der anderen, Stein für Stein, wenn es sein muss. Aber sie findet nichts. Na gut, die arme Astralenergie. Und die arme Talana, die langsam bestimmt schon Kopfschmerzen bekommt von dem ganzen Zaubern. Wir wollen da hin. Will sie nicht. Da war eine Ecke zum Verstecken. Das Regal. Das scheint der einzige Hinweis zu sein, dass man irgendwie hier hinkommt. Also probieren wir das einfach nochmal. Transversalis Teleport.